Die Krise bei den Grünen spitzt sich weiter zu. Die Ökopartei liegt schwer getroffen am Boden. Nun kündigte auch der Vorstand der Grünen Jugend geschlossen seinen Rücktritt an. Die 10 Mitglieder können den Kurs der Partei nicht mehr mittragen und wollen nun einen neuen linken Jugendverband gründen. Im Mittelpunkt des Machtkampfes steht vor allem Robert Habeck. Der Wirtschaftsminister macht sich maßgeblich für eine Neupositionierung stark. An der Ampelkoalition soll dennoch ohne Wenn und Aber festgehalten werden, so der Vizekanzler. Genau wie an einer möglichen Kanzlerkandidatur 2025 und das bei derzeitigen einstelligen Umfragewerten. Auch das zeige den Realitätsverlust und die Abgehobenheit bei den Grünen, so Kritiker. Matthias Heinrich über das grüne Chaos. Robert Habeck mied nach dem Rücktritt seiner Parteispitze zunächst die Kameras. Doch offenbar war es für ihn nicht überraschend. Will er doch die Grünen neu erfinden, um als Kanzlerkandidat anzutreten? Ich möchte auf dem Parteitag eine offene Debatte zu einer möglichen Kandidatur und ein ehrliches Votum in geheimer Wahl, so Habeck laut Bild. Habecks erste Wahl für den Parteivorsitz ist seine Staatssekretärin Franziska Brandner. Dass der Parteispitze der Abschied nicht leicht fiel, hörte man gestern deutlich heraus. Wir haben heute im Bundesvorstand entschieden, es ist Zeit, die Geschicke dieser großartigen Partei in neue Hände zu legen und bitten deshalb Bündnis 90 Die Grünen, unsere geliebte Partei, auf dem anstehenden Parteitag in Wiesbaden einen neuen Vorstand zu wählen. Co-Chefin Ricarda Lang stellt den Rücktritt folgerichtig als Neustart dar. In New York zollt Außenministerin Baerbock ihren Parteikollegen Respekt für diesen Schritt. Wenn man in der Politik ist, dann weiß man, das ist bemerkenswert, das ist keine Selbstverständlichkeit, weder politisch und vor allen Dingen nicht menschlich. Es soll vor allem ein Habeck-Neustart werden, eine Runderneuerung für ihn und die Partei. Noch haben die Grünen 9,5% bundesweit, aber einstellig waren sie seit 7 Jahren nicht mehr. Die Landtagswahlen im Osten kommen zu dem Desaster noch dazu. Habeck will in der Migrationsfrage der Partei mehr Flexibilität abverlangen und zum Wettlauf um die Macht im Bund starten. Und da will man natürlich ein Personalangebot präsentieren, das in sich geschlossen ist, dass die Strömungen und Mann-Frau der Proporzen gerecht wird, aber gleichzeitig ein Aufbruch für die Menschen, nicht nur die Mitglieder in der Partei, Wählerinnen und Wähler, sondern auch im Grunde ein Politikangebot, das wieder ja, Zustimmung findet, das vielleicht sogar auch fasziniert. Dazu passt gestern Schmiss auch der Vorstand der Grünen Jugend hin. Die wollen nun eine linke Organisation außerhalb der Grünen schaffen. Robert Habeck wird's nur recht sein.